Hallöchen zusammen, ja, zur nächsten Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir hier einen Zetor 7711. Dann haben wir 7745 und 7745 und 7711. Genau, in Form von, da steht noch Flutter hinter und Flutter hinter, was auch immer das heißen soll. Ich habe einfach mal keine Ahnung. Genau, die Modgröße bei diesem Mod sind wir momentan bei 86 Megabyte. Also nicht gerade ein kleiner Mod, ne? Ja, genau, es wurde so einiges dran gemacht. Das ist jetzt wohl schon auch schon die dritte Version des Mods. Die 1.1 wäre das jetzt diesmal. Genau, Sound-Updates gab es da, hat man auch schon geguckt, sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach von denen uns einen und von denen uns einen. Und dann werden wir schon wissen, was Sachlage ist. Beziehungsweise wir machen es gleich. Wir nehmen den hier und den hier. Der Mod kommt wohl von Banana Joe Modding. Nur, dass ihr so das oben mal lesen könnt hier. Wir kaufen und wir gehen erstmal in den hier rein. Gucken uns den mal an. So sieht er aus. Schon mal nicht schlecht. So ein richtig schöner, vermutlich älterer Traktor, gehe ich mal davon aus. 68 PS, 30 km/h. Design kann man umstellen von Standard auf Wide. Da steht jetzt allerdings nichts drin. Es tut sich hier nichts, wenn ich hier umstelle. Also von dem her keine Ahnung, was sie hier tut. Ich hatte es vorher auch nicht gefunden, wo ich ihn schon angeguckt habe. Fronthydraulik kann man gut, das ist klar, logisch. Fronthydraulik 2 und dann wieder Standard. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Fronthydraulik. Mal gucken, ob wir noch mal schön. Nee, das. Okay, Fronthydraulik, Standard. Ah, okay, hier kommt dann noch so ein Rahmen dazu. Seht ihr das? Ein Gewicht sozusagen kommt hier drauf. Wie viel das noch ausmacht, keine Ahnung, steht nichts dran. Hier kommt nochmal ein Gewicht. Okay, jetzt wird's klar. Okay, alles klar. Fronthydraulik 1, Fronthydraulik 2. Wir nehmen einfach mal die zweite. So, man kann hier Design noch auswählen. Tut sich auch im Dach was. Da. Rot, weiß, weiß, weiß und rot. Genau. Ich würde sagen, wir lassen es mal auf rot. Bisschen machen wir auf weiß. Sieht ein bisschen schöner aus. Dann haben wir hier Old Exhaust, Motorausführung 68 PS. Hier kann man den Schornstein noch verändern. PS-mäßig tut sich allerdings nichts. Old und New, wir lassen es mal auf Old. Und dann Reifenlarine Standard. Radgewichte mit dabei. Pflegebereifung, wobei die dicker sind irgendwie. Also sieht es ziemlich aus. Breitreifen, Breitreifen-Ungewichte. Breitreifen nochmal anders. Total verrostige Dinger hier. Und der Standard. Ich würde sagen, wir nehmen die Breitreifen so. Genau. Und kaufen uns die Kiste mal. So. Und jetzt nehmen wir uns noch diesen hier zur Brust sozusagen. Also wir haben uns jetzt den hier gekauft. Das war jetzt vielleicht jetzt ein Fehler. Wir gucken uns jetzt mal noch den da an. So sieht der aus. Genau. Da geht dann auch das gleiche wohl mit Gewichte. Da können wir auch mal sagen, wir nehmen einfach mal das Gewicht vorne dran. Hier können wir dann sagen, okay. Oh, da passiert nochmal was hier. Das habe ich vorher gar nicht gesehen gehabt. Oder ist es bei dem jetzt hier Standard? Mal nochmal gucken. Moment. White Roof, okay. Plastik, okay. Da kommt dann noch so ein. Was ich, Lüftung, Lüfter, was weiß ich. Plastik. Uff. Okay, nehmen wir mal so, genau. Rudelausführung haben wir 38 PS, wie man anderen auch. Da tut sich bloß der Schornstein. Nehmen wir mal den neuen Schornstein mit und dann haben wir noch Streifenvariante. Auch die ganzen Breitreifen mit Gewichten. Würde ich sagen, wir nehmen da einfach mal die Standardbereifung. Und gut ist. So. So sehen sie aus.
Arsch, wie gesagt, rostig alt. Okay. So von vorne mit der Fronthydraulik. Auch hier steht es voll Rost hier. Der sieht ein bisschen kleiner aus. Nehmen wir uns erstmal den hier. So, was können wir machen? Die Hupe. Standardhupe. Sonst kann man hier nicht viel machen. Wir können jetzt noch. Da war nichts. Ah. Linke Maustaste drücken und links nach rechts und zurück geht's Dach auf hier. Genau. Und dann kann man noch drücken die linke Maustaste und kann hoch und runter und dabei kann man die Türe aufmachen. Genau. Sonst geht hier nichts. Machen wir mal den Motor an. Ja, so sieht er übrigens auch aus. Da steckt noch ein Hammer drin. Da vorne noch, was weiß ich, eine Box. Machen wir von außen nochmal an. Schalthebel. Das geht noch, aber auch bloß wahrscheinlich, weil das Gewicht von dran hängt. Also eingestöpselt sind die. Das passt soweit auch. Okay, das funktioniert. Anschließend kann man es. Ich würde allerdings behaupten, dass es auch zum mal irgendwo hin transportieren geht es schon. Eingestöpselt wird auch alles. Aber. Eine Sache das. Gucken wir mal schon in die Dunkelheit rein, wie es bei dem aussieht. Ich denke, da wird der andere genauso sein. Innen drin ist gar nichts. Bei Licht anschalten. Oh, immerhin geht auch sogar das Display an. Okay, nicht schlecht. Zweimal, dreimal und wieder aus. Okay, einmal Licht. Zweimal Licht geht da hinten noch was an und beim dreimal Licht geht vorne noch was an und das war's. Die Lampe oben funktioniert. Okay. Blinker funktionieren wohl, schätze ich mal. Zack, 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 das funktioniert auch. Die andere Seite tut auch, okay. Und der Warnblinker funktioniert auch. Okay, gut. So, jetzt hüpfen wir einfach mal noch in den anderen nahe. Gucken mal da, wie es da mit den Beleuchtungen aussieht. Wahrscheinlich. Genauso. Einmal Licht, geht auch das an. Genau. Sieht genauso aus. Genau. So. Und Blinker. Wahrscheinlich genauso funktioniert wie hier. Alles okay. Tut auch. Warnblinker funktionieren vorne und hinten tun es auch. Okay. Und dann haben wir noch die andere Seite vom Blinker. Der tut auch. Okay. Und hier tut auch die Lampe oben. Sehr schön. Gut. Das Gewicht hin. Funktioniert also auch. Funktioniert. Fußhebel funktioniert, die Gangschaltung funktioniert auch.
sich nicht beschweren. Wobei, jetzt sage ich das. Lenkung ist ja ziemlich gut. Ja. Was soll ich sagen? Hier habt ihr die Einträge bzw. die Fehler, wenn er Fehler hätte. Und ich muss aber sagen, er hat keine Fehler. Also die beiden haben keine Fehler. Der ist fehlerfrei, wie es aussieht. Von dem her eine feine Sache, das. Ja, da gibt es nicht auch viel zu sagen. Wie gesagt, der Mod-Größe habe ich, glaube ich, schon gesagt, 86 Megabyte. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen und ein Abo. Und dann sieht man sich wieder. Bis dann. Ciao.